So, moin zusammen. Da ist schon wieder ein neuer Tag da, heißt auch neuer Shop. Tagesaufgabe dauerte noch ein bisschen. Heute ist der Wochenende, also kommt das alles ein bisschen später. Die Prestigeaufgaben werde ich gleich alle soweit machen. Kurz wegen eigener Sache. Unten der Passive-Code, ihr seht hier, eine Zahl ist da. Für alle kurz, die neu sind. Alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu, heißt die nächste Zahl kommt bei 280 Abonnenten. Wenn du insgesamt mehr davon wissen willst, einfach unten in die Videobeschreibung gucken, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt gehen wir mal gerade in den Shop. Ich habe schon gesehen, was drin ist. Der Finsterbomber ist wieder da. Also was Skins betrifft, kann man sich heute eigentlich weniger beschweren. Die hatten wir ja gestern schon drin, die Spitzhacke. Aber da habe ich ja schon gesagt, da kann man eigentlich auch nicht viel anderes machen als Spitzhacke für den Skin. Dann hier ist der Skin selber nochmal. Ich finde halt immer noch, der ist halt schon recht gut gelungen. Ist halt einfach mal was anderes. Nicht so, was so typisch ist. Weißt du, nicht einfach irgendein Kostüm angezogen, fertig und das war's. Aber die Hände, sehe ich ja jetzt erst. Die Hände stecken ja konstant in der Batterie. Ich weiß gar nicht, wie sieht das dann aus, wenn der läuft? Oder wenn er tanzt? Lässt er die Hände auch in der Batterie? So, passend dazu natürlich das Rückenaccessoire. So, was haben wir denn noch? Dann sind wir hier. Oha. Das ist mal ein schöner Turm. Ach, Turm. 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 Turm meine ich. Ja, die ist ganz nice. Die passt natürlich wie immer auch zum Skin. So, der Kleiter. So Kleiter finde ich ja echt noch am besten, weil du halt, du siehst alles. Deshalb benutze ich auch den epischen Siegkleiter. Weil wenn der Kleiter dir die Sicht versperrt, ist halt schon ein bisschen blöd. Gerade wenn es schnell gehen muss. So, dann haben wir natürlich hier den Skin. Der Finsterbomber. Ist natürlich, also ich finde den Skin immer noch geil. Er gehört halt echt mit zu meinen Lieblingsskins, so vom Aussehen her. Hat halt einfach was, finde ich. Haben jetzt noch nicht gekauft, aber ich denke mal, irgendwann wird der Tag kommen. Aber persönlich finde ich, wenn jetzt noch ein, zwei gute Skins kommen, gerade der Batman-Skin soll ja kommen, den werde ich mir aber definitiv holen. Da muss ich schon ein bisschen auf die V-Bucks aufpassen, weil ich bin ja schon Geld genug für euch am raushauen. Was natürlich kein Problem ist, aber man muss ja auch nicht übertreiben. So, dann gucken wir mal weiter. Das war die Spitzhacke. Dann haben wir, ach, die andere Spitzhacke noch. Okay, das ist eigentlich ganz nice. Und ich glaube, ja, so hält man die Waffe. Ja, viel wird man davon nicht sehen. Ihr dürft ja nicht nie vergessen, wie ihr die Waffe hält. Haltet. Weil im Prinzip den Roboter sehen wir auch nur so. Also von daher, man kriegt eigentlich von der Tarnung an sich nichts wirklich mit. So ist er eigentlich ganz nice. Aber da gibt es halt schon bessere, finde ich. So, dann haben wir. Macht die immer noch mehr Schaden? Das war doch die Spitzhacke, die doppelt so viel Schaden macht. Aber ich glaube, das wurde gepatcht, weil das war ja schon zu übertrieben. Da sind ja welche nur noch mit Spitze, mit der Sternschraube. Mit dem Sternenstab rumgelaufen. Ich meine aber, das war die. Ich habe das nur durch Standardskills alles gesehen. So, dann haben wir die verwegene Duellantin. Aber die hatten wir. Das war auch die, die gestern schon drin war, oder? Nee. Nee, gestern hatten wir den anderen Skin drin. Aber ist ja auch bekannt, aus dem Freibeuter-Set allgemein. So geht ja gar nicht. So sehen die Haare so unecht aus, als wäre es eine Perücke. So geht's ja noch. Also, ne, das geht absolut nicht. So, dann haben wir einfach einhändig. Dann haben wir die Lama Conga. Muss man nicht schlecht, würde ich sagen. Dann haben wir Verge. Feier ich jetzt halt wieder nicht so.
weiß halt nicht, dass irgendwie, also so ein Skin ist in meinen Augen irgendwie so ein bisschen lustlos, finde ich. Aber gut, andererseits, wenn ihr mal einen Skin darstellen würdet, wen würdet ihr denn darstellen? Das ist halt einfach eben, es müssen ja auch billige Skins gemacht werden, in Anführungszeichen. Weil ich meine, hier das Game kostet auch 100 800 V-Bucks und die muss man ja auch erstmal haben. So, dann sind wir hier beim Hüftpfeffer. Oh Gott. Ich musste direkt so an Otto Walkes denken oder so. Ja, das ist schon nice irgendwo. So, dann würde ich sagen, das war es auch diesmal schon wieder mit dem Shop. Alles gesehen. Was haben wir? Neuen Skins? Haben wir überhaupt irgendwas Neues? Naja, Neues gar nichts. Nichts Neues im Shop. Nichts. Wie gesagt, wenn ich mich schon öfters gesehen habe, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wir sind immer noch bei 90% von Nicht-Abonnenten. Also meine Wiedergabezeit, 90% sind keine Abonnenten. Wäre schön, wenn du das ändern würdest. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.